Und auch der Grundriss ist wirklich immer übertragbar. Ich höre es aber immer noch so oft, ja, ich habe mir die Firma habe ich mir angeschaut, weil die hatten halt schon das Haus, so wie ich es eigentlich bauen will. Ja. So kauft man ja auch die meisten Sachen. Ich gehe ja auch zum Beispiel ins Möbelhaus und sage, wow, also auf dem Sofa saß ich jetzt richtig bequem, das nehme ich mit. Genau. Und so kauft man ja wirklich die meisten Sachen. Genau, beim Auto halt auch. Ne? Ja. Beim Auto ist ja auch so, mir gefällt halt das Design von der Marke am besten und das macht ja dann auch kein anderer. Genau. Aber das ist beim Haus ist es einfach nicht so. Ja. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. So. Also wir haben ja einen Kommentar bekommen. Wollen wir damit direkt starten? Wir können auch mit was anderem starten. Nee, das, wenn dir das jetzt auf der Seele brennt, dann sprechen wir darüber direkt. Es hat auch den Flo... Es hat mich schon auch getroffen, das ist wahr, ja. Ja, also und zwar stand in dem Kommentar, ich kann es jetzt nur so sinngemäß wiedergeben, dass... warte, wie war das? Also, dass die Frau im Podcast, die ich dann... die du darstellst, ja. dass die im Podcast einfach als kleines Dummerchen dargestellt wird und dass das blöd ist. Ja. Ja. Und nämlich von mir. Also, und zwar ist es nämlich so, dass ich sowieso ja die Erste bin eigentlich, die bei Feminismus immer hier schreit. Und was Gleichberechtigung und so angeht, darüber, oh Gott, es liegt mir persönlich so am Herzen, dass ich allein darüber schon 10 Podcasts machen könnte. Warum es vielleicht auch sein könnte, dass es so rüberkommt, dass der Flo mir manchmal was erklärt im Podcast, weil es auch tatsächlich so ist. Der Flo kennt sich einfach viel besser im Bau aus als ich, weil er sich auch schon mehr damit beschäftigt hat. Und ich habe einfach andere Qualitäten und Aufgaben. Absolut. Und deshalb... Ja, deshalb ist es halt eben einfach so, dass der Flo sich da besser auskennt. Dann ist es halt, oh Gott, dann ist es aber wirklich, wirklich so, dass ihr ihm das sehr unrecht tut. Beziehungsweise die Person, die das geschrieben hat, weil er ist wirklich, oh Gott, jetzt lese ich hier vor und das ist nicht so eine Rede, als würde ich gleich weil er ist wirklich ein sehr, sehr loyaler Kollege. Oh, kann ich gar nicht in die Augen schauen. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, sonst müssen wir es rausschneiden, aber er erzählt auch manchmal ein bisschen privat und er ist auch wirklich... Frauenrechtlich alles gut und ich glaube, er ist ein ganz toller Vater. Er hat nämlich sogar ein Buch darüber, wie sein Baby am besten schläft. Das ist wahr. Und Leute, es ist wirklich, oh Gott, da würdet ihr wirklich unrecht tun. Das wollte ich nochmal festhalten. Okay. Weiß nicht, das ist halt unser Stil. Wir sind halt irgendwie so ein bisschen, wir sind halt wie wir sind. Ja, wir versuchen es nahbar zu machen, authentisch und nicht irgendwie Perfektionismus vorzugaukeln, wenn er nicht da ist. Genau. Und jeder hat hier seine Aufgaben. Und mit denen kennt er sich auch immer am besten aus. Oder sie. Oder sie. Genau. Ja. Und wir haben heute auch wieder eine Episode gedreht. Ja. Und diesmal machen wir den Einstieg quasi danach. Ja. Einmal geswitcht. Weil wir haben nämlich probiert. Was haben wir eigentlich probiert? Wir wollten Tipps... Wir hatten richtig viele heute. Aber wir haben richtig viele. Pass auf, wir wollten Tipps für Bauanfänger. Mhm. Also wenn ihr jetzt, ihr habt heute die Mitteilung bekommen, herzlichen Glückwunsch, Sie kriegen das Grundstück. Aber die Krux ist, Sie müssen innerhalb von 12 Monaten fertig sein mit dem Bau. Ja. Oder so, also ein bisschen Zeitdruck auf jeden Fall. Also quasi so nach dem Motto, wenn ihr morgen anfangen würdet zu bauen. Genau, wenn ihr morgen alle Entscheidungen dafür treffen müsst, theoretisch. Das ist so klar. Ja, was würde man machen? Also 10 Tipps wirklich, wenn ihr jetzt komplett am Anfang steht, die euch wirklich so eine Richtlinie geben sollen. Und ihr beurteilt jetzt einfach mal, ob uns das gelungen ist oder nicht. Wir haben es ein bisschen unterschätzt, glaube ich, wie emotional wir bei dem Thema Musterhauspark sind. Aber hört auf jeden Fall mal rein jetzt. Und wir starten mit Tipp 1. Okay. 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 10 Tipps. Für Bauanfänger. Für Bauanfänger. Für komplette Bauanfänger. Wir hatten ja schon 3. Jenny war richtig gut. Ja, von anderen Bauherren und Bauherrinnen für euch. Ja, genau. Sozusagen. Genau, haben wir zusammengeschnitten und die kamen auch richtig gut an. Deswegen machen wir jetzt eine größere Episode draus. Mhm. Und zwar, ich will jetzt nicht überheblich klingen, Judith, aber die 10 wichtigsten. Für Bauanfänger. Wird es dann quasi, ist es wie so eine Checkliste? Nee. Da muss man noch mehr beachten wahrscheinlich. Damit muss man noch ein bisschen. Ja, also nee, könnt ihr am Ende entscheiden, ob es eine Checkliste ist für euch oder nicht. Mhm. Ne? Aber erstmal sind es jetzt 10 Tipps am Anfang, die wir halt jetzt mal auflisten. Aber es gibt schon einen Leitfaden vor, sagen wir es mal so. Mhm.
ja, nennen wir es Leitfaden. Oder Guide, wie die coolen Kids sagen. Okay. Oder so. Also, pass auf. Tipp Nummer 1 ist, und das, also nichts davon, oder teilweise ist schon was Neues dabei, wie wir es wahrscheinlich nennen. Teilweise. Aber Tipp Nummer 1 ist zum Beispiel, die Baufirma macht wirklich 80% des Erfolgs auf der Baustelle aus. Also quasi die Auswahl der Baufirma. Die Auswahl der Baufirma, ja. Genau, richtig. Und das ist einfach sehr, sehr viel wert, weil ich höre immer wieder, ja, so groß sind ja die Unterschiede nicht und es dauert ja bei allen Firmen lang, aber es gibt trotzdem da Spannen von 100%. Ne? Also Firmen, also die in einem Jahr fertig sind und in 2 Jahren, nee, auch in der Ausführung. Auch aber das, da ist es halt nicht so messbar sozusagen. Ne? Weil ja, da weißt du halt nicht, ist es jetzt 20% besser, als die andere Firma das gemacht hat und sowas. Ne? Mhm. Deswegen, aber die Baufirma macht wirklich einen Unterschied. Also nehmt euch da Zeit und das ist der Tipp hier, holt euch 4 bis 5 Angebote ein, die man auch wirklich vergleichen kann. Ja, und bevor du das vergisst, weil ich weiß natürlich immer nicht, ob alle Podcasts immer von allen angehört werden. Ja, und ich denke wahrscheinlich nicht alle von allen. Ja, ja. Und deshalb, warum der Faktor Zeit so wichtig ist, das wurde nämlich zum Beispiel in dem Podcast gesagt von den anderen Bauherren für euch, für die Bauanfänger sozusagen. Mhm. Das ist deshalb so wichtig, weil ihr ja Bereitstellungszinsen zahlt, genau, und noch Miete weiter zahlt, solange eure Baustelle läuft. Ja. Und das ist halt sehr teuer. Ja, das ist super teuer. Und wenn man dann quasi ein Jahr baut, dann ist es natürlich ein enormer Preisunterschied zu 2 Jahren. Ja. Und da gibt es halt schon diese Unterschiede. Genau. Dazu haben wir jetzt auch ein Video, glaube ich, noch auf dem YouTube-Kanal. Genau. Ja, genau. Also dazu könnt ihr euch auf jeden Fall das Video anschauen, von dem wir jetzt gerade schon gesprochen haben, mit den 3 besten Tipps, glaube ich, heißt es, für Bauanfänger. Und das andere Video, das heißt Häuserpreisvergleich. Genau. Glaube ich. Mhm. Genau, da erklärt der Tobi nochmal genau, warum das so einen riesen Unterschied macht, wenn eine Baufirma schneller fertig ist. Mhm. Okay. Genau. Also erster Tipp hier, vergleicht 4 bis 5 Anbieter, holt euch Angebote ein und dann findet ihr auch wirklich was Passendes unterm Strich. Ja. Nummer 2. Ich weiß nicht, ob ich es so vorlese. Wie vorlese? Es ist so dumm. Architekt first, Baufirma second. Oh Gott, woher kennt man das? Das war doch von Trump? Ich glaube schon. Oh, aber es hat dann quasi jeder aufgenommen. Also ja, darf man es. Ja. Nee, also gemeint ist, geht zum Architekten, lasst euch eine erste Planung machen und geht dann zur Baufirma und lasst sie da umsetzen, die Planung. Ja. Und von der Baufirma bauen, weil dann bekommt ihr einen Festpreis, ihr bekommt einen Ansprechpartner für das gesamte, für den gesamten Warte, Bau. Warte, der Podcast ist hier für die ganz, ganz am Anfang, du musst es vielleicht genau erklären. Also, warum bekommt man einen Festpreis? Bekommt man deswegen, weil die Baufirma gibt einem einen Festpreis. Genau, der Architekt nicht. Richtig. Und deshalb ist es gut, mit beiden das zu machen, weil Architekt kann man auch gut brauchen. Genau, für die Entwurfsplanung. Damit also, wenn man erstmal wirklich eine erste freie Planung machen will. Genau, richtig. Und dann kann man ja wirklich auch hingehen und von dem Architekten, und deswegen ist es eigentlich so ein guter Tipp, zuerst zu einem Architekten zu gehen. Auch wirklich ein freier Architekt, also nicht der Architekt, der dann wieder von der Baufirma kommt oder sowas. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Weil ihr wirklich eine sehr gute Planung dann bekommt. Mhm. Also da könnt ihr wirklich erwarten, dass ihr dann einen intelligenteren, clevereren Grundriss bekommt. Der Nachteil ist, wenn man es einen Nachteil nennen will, ihr müsst halt da was dafür bezahlen, für diese erste Entwurfsplanung. Zwischen 2.000 und 4.000 Euro in der Regel. Ne? Das kann man aber, oder wenn ihr nur 2 Quadratmeter wieder einspart bei der Planung, das Haus ist dann genauso groß oder wirkt genauso groß, aber ihr habt es 2 Quadratmeter kleiner gemacht, dann habt ihr die Kosten für den Architekten wieder drin. Ja. Ne? Also in der Regel lohnt sich das schon. Warum jetzt aber nicht mit der Baufirma? Weil da wäre ja eigentlich der Vorteil, wenn man, die Baufirma bietet es ja auch an. Hey, unterschreibe einen Planungsauftrag, dann planen wir für dich und dann berechnen wir ein Angebot, aber du musst noch keinen Vertrag unterschreiben. Mhm. Würden die auch machen. Aber, und man kriegt diese Kosten dann auch wieder erstattet, das ist der eine Vorteil. Ne? Der Nachteil ist aber, ihr bekommt halt einen Architekten, der immer nur den Fokus hat, das bekommt er von dem Vertrieb auch gesagt, der Fokus ist, dass ihr den Vertrag abschließt, den gesamten Bauvertrag. Ne? Das heißt, von dem Architekten würde ich jetzt nicht so viele super Vorschläge erwarten, wie von einem freien Architekten, der da wirklich komplett frei hingehen kann. Ne? Weil der Architekt von der Baufirma, der kriegt immer die Vorgabe, hier, das muss in das Budget passen und so weiter im Hintergrund. Ne? Das heißt, das wird von der Planung her wird's nicht so gut normalerweise wie ein komplett freier Architekt, dem völlig wurscht ist, mit wem er nachher baut. Ja, weil es dann falsch rum aufgezogen wurde, das genau. Ganze, gell? Also nicht richtig nach euren Wünschen zuerst, sondern erst nach dem, was passt denn ins Budget. Genau, ja. Und es ist besser, das andersrum zu machen, weil dann könnt ihr immer noch sagen, okay, dann verzichtet ihr auf das oder das, aber dann ist erstmal euer Traum quasi da. Genau.
Und deswegen würde ich immer zuerst zu einem freien Architekten gehen, lasst euch eine Entwurfsplanung machen und dann könnt ihr mit dieser ersten Planung wieder 4-5 Angebote einholen. Mhm. Und noch ganz kurz, weil du gesagt hast, wo man, dass man 2 Quadratmeter einsparen kann und dadurch hat man dann auch die Architektenkosten quasi wieder drin, wie das ganz einfach eigentlich funktioniert, ohne an Qualität oder irgendwas zu sparen, das, da haben wir auch einen Podcast dazu. Das ist nämlich in dem Grundriss, individueller Grundriss, Formverlust, Function, sowas in der Art. So habe ich es genannt. Ja. Und da stimmt, da ist es drin, ja. Ja. Oh Gott, hört einfach alle an. Jetzt habe ich schon 3 erwähnt. Ja. Aber es wird, ne? Pro Tipp kommt jetzt ein neuer Pro Podcast. Tipp kommt einer dazu. also das ist wichtig, ne? So könnt ihr es wirklich machen, also so kriegt ihr eine erste gute Planung und dann könnt ihr auch wirklich vergleichbare Angebote damit einholen. Ja. Ihr könnt aber auch, wenn euch natürlich die Planung von der Baufirma erstmal gefällt und es passt, könnt ihr es natürlich auch erstmal mit einer Baufirma machen und dann aber trotzdem noch Angebote einholen. Mhm. Tipp Nummer 3, Baunebenkosten solltet ihr immer mit 15-20% ansetzen von Haus plus Keller oder Bodenplatte. Ja. Na? Weil die Hausgröße, weil man könnte jetzt ja sagen, okay, was hat der Hauspreis damit zu tun? Ne? Im Prinzip erstmal nichts, aber dadurch, dass natürlich die Kosten des Hauses schon auch durch die Größe gesteuert sind, ne, oder davon abhängen, also je größer das Haus wird, desto teurer wird es halt auch. Ne? Und die Baunebenkosten natürlich auch davon abhängen, wie groß muss ich denn eigentlich die Grube graben zum Beispiel? Die Grube? Ja. Das Häschen in der Grube. Desto... Also da hat es natürlich schon einen Zusammenhang. Na, also es ist jetzt nicht nur, wenn ihr natürlich die Ausstattung sehr hoch gewählt habt und weiß ich nicht, das Haus kostet dann 1 Million, dann werdet ihr natürlich trotzdem keine 200.000 Euro Nebenkosten normalerweise haben, na, wenn das Haus in einem gewissen Rahmen bleibt. Und für die Baunebenkosten spielen natürlich noch andere Dinge eine Rolle, wie das Bodengutachten, wie weit seid ihr vom nächsten Kanalanschlusspunkt weg und lauter so Geschichten. Aber diese 15-20%, die haben sich einfach als ganz gut erwiesen. Ja. Na, und mit denen könnt ihr auf jeden Fall schon mal rechnen, weil dann habt ihr... hoffentlich schon mal nicht zu wenig angesetzt dafür. Ja, weil wie war das mit dem Zitat, das ist ja günstiger als gedacht, sagt kein Bauherr jemals. Genau, noch nie ein Bauherr gesagt. Ja. Und da wirklich der Tipp, macht wirklich frühzeitig eine Höhenvermessung vom Grundstück und das Bodengutachten. Mhm. Weil dann wisst ihr einfach, was los ist. Ne? Und da kriege ich auch immer wieder, wenn ich mit Bauherren spreche, so ein bisschen die Rückmeldung, ja, Bodengutachten so früh wie möglich. Ich kann es ja jetzt noch gar nicht, ja, ist ja alles in Ordnung, aber sobald ihr es halt machen könnt. Ja. Ne? Also es muss wirklich, am besten ist natürlich, wenn ihr es vor Grundstückskauf machen könnt, aber die Möglichkeit hat man halt sehr, sehr selten. Ne? Ja, und wenn man das Grundstück dann nicht nimmt, dann ist ja auch wieder schwierig, da muss man ja das Bodengutachten wieder eigentlich an die Leute verkaufen. Ja, muss man oder die... bezahlen halt selber, genau. Und dann war's das. Ja. Ja, also lasst auf jeden Fall eins machen. Mhm. Und ich merke gerade, wir haben die Musik nicht ausgemacht. Stimmt, ja, gefällt euch die Musik. Gefällt euch die Musik. Normalerweise hören wir eigentlich 90s, Britney Spears, aber okay. Oh, nein! Ah! Das kann man ja alles schneiden. Da kann man doch alles. Läuft's überhaupt noch? Ja, es läuft noch. Okay. Okay. Oh Mann, oh Mann. Ich mache mal die Schüchel vielleicht auch. Ja. Okay. Wo waren wir? Beim Bodengutachten. Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4. Sollen wir es drin lassen? Aber ich glaube, wir sind schon bei Punkt 5. Sollen wir es drin lassen? Wir können es gerne drin lassen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Du schaust mal, wie es geworden ist. Punkt Nummer 4. Also ich habe hier in meiner Liste 4. Okay. Die Baufirma, wenn ihr die Anbieter anfragt, dann immer über die Zentrale gehen und nicht übers Musterhaus. Auch ein Klassiker. Ne? Weil wenn ihr über das Musterhaus geht, da seid ihr wirklich nur Laufkundschaft. Mhm. Wenn ihr über die Zentrale von der Baufirma anfragt, also über die Website oder über die zentrale Telefonnummer oder was weiß ich wie, meistens über die Website, dann seid ihr für die Baufirma schon eine sehr greifbare Person sozusagen. Und die haben das Gefühl, weil die ja auch dafür bezahlen, dass sie bei Google weit oben stehen und lauter so Geschichten, dass die für euch schon Geld ausgegeben haben. Mhm. Und dann ist normalerweise die Betreuung auch ein bisschen besser. Oder ihr werdet an einen Vertreter geschickt, der vielleicht Gebietsleiter ist oder sowas, was euch später wieder bei der Verhandlung hilft. Ne? Und die Firma hat einfach ein Interesse dran, dass da was passiert. Also wenn die Adressen weitergehen, dann haken die da auch nach. Also ihr kriegt da wirklich dann auch was und ihr merkt, dass da dann mehr Zug drin ist normalerweise. Mhm. Ne? Manchmal ist es so, hatte ich jetzt auch heute wieder jemanden gesprochen,
die waren halt im Musterhaus, ne? Die Beraterin da war irgendwie einen Tag vorm Urlaub, ne? Hat dann alles, oder eine Woche vorm Urlaub oder sowas, ne? Hat dann auf jeden Fall noch ein Angebot fertig gemacht, aber da hat halt hinten und vorne nichts gestimmt. Ja. Das Angebot ohne Keller war teurer als das mit Keller, obwohl es fast dasselbe Haus war sonst. Also das hat irgendwie alles nicht gepasst, mhm, ne? Und manchmal wartet man halt auch ewig, ne, weil die Leute halt einfach oder die Handelsvertreter halt immer erstmal sortieren und gucken, okay, wo kann ich denn jetzt einen schnellen Abschluss machen, ja, in der Theorie. Ne? Und das ist halt nicht so, wenn ihr über die Firma selber anfragt. Das ist zwar dann auch nicht, auch kein Tipp jetzt unbedingt für ganz für den Anfang, aber es kommt ja auf jeden Fall darauf an, auch dass es den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, die das Haus dann halt bauen sollen oder mit denen, die das planen sollen oder irgendwas, dass es denen gut geht, mhm, oder dass die Lust haben, das mit euch zu machen. Mhm. Ganz mal davon abgesehen, dass ihr sie natürlich dafür bezahlt. Ja. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Und das ist ja ein anderer Tipp für ein bisschen später, dass ihr euch um die Handwerker auch immer gut kümmert und ihnen, genau, vielleicht, weiß ich nicht, Wasser hinstellt oder mal einen Kaffee vorbeibringt. Genau. Also man muss das auch nicht übertreiben, das stimmt. Ja. Aber halt wirklich auch freundlich Hallo sagen. Ja. Ist so ein Tipp, der es unterschätzt. Ja, glaube ich auch. Ne? Also wenn ihr eine Sache mitnehmt, dann sagt auf der Baustelle immer freundlich Hallo. Ja, ist wirklich so. Manche sind ja... Hallo. Hallo, wie geht's? Aber ja, ist ja wirklich so. Ja. Ja, das ist einfach so eine Grundwertschätzung. Einfach freundlich sein. Weil manchmal ist ja so, das sind hier die Arbeiter. Ja. Hm. Keine Ahnung. Also man kommt halt so ein bisschen, manchmal habe ich das halt schon erlebt, dass manche Bauherren so in diese Position kommen, ich bin der hier alles bezahlt. Ja, und so, ja, fühle ich mich auch auf. Ne? Genau. Und das ist natürlich... Oder dass vielleicht auch ein Misstrauen da ist. Oder ein Misstrauen da ist. Ja. Weiß ich nicht, ich würde mich jetzt zum Beispiel selber nicht so gut mit so handwerklichen Sachen auskennen. Und dann hätte ich vielleicht ein Misstrauen, machen die das überhaupt richtig, weil ich es einfach selber nicht weiß. Hm. Geht ja ganz vielen so. Genau. Dass sie da keine Ahnung haben. Aber... Eigentlich ist kein Misstrauen, glaube ich, angebracht, weil die machen ihren Job schon gut. Pass auf, Nummer 5. Mhm. Lernt den Bebauungsplan lesen. Das ist was, was ich noch nie so gesagt habe eigentlich. Nee, das ist ein guter Tipp. Ein bisschen übertrieben, aber okay. Nee, weil es ist wichtig, dass man weiß, welche Begrenzungen stehen denn da jetzt wirklich drin. Weil ich erlebe es wirklich ganz, ganz oft, dass ein Haus geplant wird und alles super toll, ne? Und danach kommt, nach der technischen Prüfung kommt raus, mit dem Kniestock können wir jetzt nicht bauen. Ne? Wir kriegen jetzt maximal einen Kniestock von einem Meter hin oder sowas. Ne? Und, weil wir ja jetzt auch wieder Podcast für Bauanfänger machen, wie hoch sollte der Kniestock sein? 1,20 Meter? Ja, so 1,20 Meter innen wäre mindestens gut, weil dann könnte man es aufrecht im Bett lesen kann. Genau, richtig. Genau. Ja. Und drunter wird halt schon sehr schwierig. Vielleicht möchten Leute niemals im Bett lesen, aufrecht sitzen. Dann kann man auch weniger machen. Sie lieber auf dem Bauch lesen im Bett. Vielleicht. Kann sein. Nee, aber die... Man kann halt den Raum besser nutzen, wenn der man kann den Raum viel besser nutzen. Ja. Genau. Und das Haus, und das ist gut, dass du es nochmal ansprichst, das Haus wird halt komplett anders. Ja. Wenn du davor geplant hast mit einem Kniestock von 1,80 Meter, da hast du ja fast ein Vollgeschoss. Ja. Ne? Und so hast du dann halt wirklich extreme Dachschrägen. Ne? Ja. Das Haus wird komplett anders. Mhm. Und du kannst es gar nicht mehr so nutzen, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Aber meinst du wirklich komplett oder den oben halt nicht? Ja, oben halt. Also halt aber dadurch wird das Haus trotzdem anders. Ja, klar. Ne? Und das ist dann nicht mehr das, was du wolltest vielleicht. Mhm. Deswegen lernt wirklich so ein bisschen den Bebauungsplan lesen, was ihr da bauen dürft. Ja. Ne? Höhen sind da entscheidend, Firsthöhe, Traufhöhe, Dachformen, Dachneigung. Manchmal ist der Kniestock selber schon angegeben, wie hoch der sein darf. Wie kann man das am besten lernen? Indem man sich einfach den Bebauungsplan mal anschaut. Und es gibt meistens einen, zum Beispiel, ja, es gibt einen technischen oder einen textlichen Teil vom Bebauungsplan und da steht es ja auch drin. Mhm. Ne, da steht ja drin, das Haus darf maximal eine Firsthöhe von 8 Metern haben, gemessen ab. Und dann musst du halt nur noch googeln, was eine Firsthöhe ist. Ja, es ist ja ziemlich mühsam, so einen Text zu lesen mit lauter Begriffen, wenn man die noch nicht gehört hat. Aber lohnt sich. Aber es sind nicht so viele Punkte. Ja. Na, das ist das eine, was ich meine. Na, ihr müsst ja nur die Begrenzungen kennen. Ihr müsst jetzt nicht wissen, wie ist der Grünflächenplan oder keine Ahnung von dem Gebiet. Aber es geht ja einfach nur darum, kennt die Begrenzungen und was ihr da bauen dürft. Ja. Weil das hilft euch auch, weil dazu wollten wir auch mal eine Episode machen bezüglich Grundstücksauswahl. Ne? Nur haben halt wenige diese positive Situation, dass sie sich ein Grundstück aussuchen dürfen. Und dann die Frage ist, welches nehme ich denn?
Dafür ist es aber, um beurteilen zu können, ob ein Grundstück überhaupt was für euch taugt oder nicht, müsstet ihr halt schon so rudimentär den Bauplan lesen können, den Bebauungsplan. Ja. Ne? Und also das würde ich auf jeden Fall machen. Ich finde es auch geil, wie ich jetzt am Ende sage, ja Leute, das lohnt sich auf jeden Fall, und am Anfang so, ja, es ist schon ein bisschen überheblich. Ne? Schon ein bisschen Aber ich habe mir nur gerade gedacht, wenn es euch interessiert, dann könntet ihr uns Bescheid sagen und uns auch Begriffe schicken, weil dann könnten wir auch einen Podcast dazu machen und einfach ein paar Begriffe durchgehen und erklären, was damit gemeint ist. Das können wir auch machen. Weil wenn ihr jetzt schon bei Kniestock irgendwie so war, so, was ist ein Kniestock eigentlich? Ja. Dann könnt ihr uns gerne solche Begriffe auch schreiben. Ja. Und was ich auch schon mit Bauherren gemacht habe, wirklich, wenn zwei Grundstücke zum Beispiel zur Auswahl stehen, einfach mal über beide drüber schauen, über die Lage, über den Bebauungsplan, und dann einfach mal kurz drüber sprechen, welches wäre denn sinnvoller. Ja, so, das können wir auch dir allerdings eher anrufen wahrscheinlich. Gell? Dazu müsst ihr nochmal anrufen. Weil das ist ja was sehr individuell Persönliches. Ja, das war. Genau, Tipp Nummer 6. Oh, der ist gut, pass auf. Oh, jetzt komm. Das ist eher so ein Appell. Ich bin gespannt, wie sehr ich mich jetzt reinsteige. Mhm. Hängt euch nicht an so Details auf wie Heizung oder sowas. Da gibt es so viel. Ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding einfach. Na, so ein, ich muss, also bevor ich mir jetzt einen Fernseher kaufe, muss ich jetzt erstmal die Computerbild abonnieren und dann muss ich, also das ist halt irgendwie schon, weiß ich nicht. Du meinst dieses, ich bin so gar nicht. Stiftung, also ja, so, Stiftung, oh, welches Ding ist jetzt hier überhaupt gut und ich bin keine auch so, Ahnung. Ich auch immer, bist du da auch so, ja, echt? Ja, ich möchte auch immer testen. Ich hab das irgendwie gar nicht. Ich gucke, kenne ich die Marke? Oder, ja, ich kenne die Marke, dann kaufe ich es. Nee, aber hängt euch nicht an so Details auf, wie eben der Heizung, weil die werdet ihr im Laufe des Lebens des Hauses auf jeden Fall noch ein- oder zweimal tauschen. Also auf jeden Fall ist es weniger wichtiger als sowas wie Wandaufbau oder sowas. Ganz halt genau. Ausgetauscht, die Substanz ist nämlich genau das Wichtige und auf die würde ich achten. Ja. Ne? Und ich erlebe das ganz oft, dass man wirklich bei einem Angebotsvergleich, wenn ich dann, ich höre ja immer die Nachfragen dann der Bauherren. Ne? Wenn wir was durchgehen und dann kommen Nachfragen immer in gewisse Richtungen. Ne? Und wenn es halt wirklich dann um so Themen geht, ja, aber wie ist denn jetzt diese Effizienzklasse von der, wie ist das besser als bei der anderen? Ja, mag sein, aber da sind die Unterschiede halt so minimal. Mhm. Ne? Der wirkliche Unterschied ist immer in der Substanz des Hauses. Ja. Ne? Was für Fenster werden verbaut, wie ist der Wandaufbau? Erstens und so der weiter. Unterschied und zweitens ist ja das auch wirklich das, was bleibt, weil die Heizung wird halt irgendwann wieder ausgetauscht und dann könnt ihr immer noch sagen, okay, das hat euch jetzt richtig genervt an der Heizung, das wollt ihr auf jeden Fall anders haben. Aber beim Wandaufbau, also ihr werdet ja in den allerseltensten Fällen, wird das überhaupt jemals gemacht? Ja, du musst halt das Haus abreißen. Ja. Dann kannst du die Wand und machen. Deswegen, also ist das auf jeden Fall deutlich wichtiger, dass ihr euch da ganz genau informiert. Genau. Und deswegen, also manchmal, ne, man hat halt einfach nur eine begrenzte Gehirnkapazität. Ja. Kognitiv, wie man so sagt. Und deswegen, ne, wenn man sich mit so Details befasst, dann verliert man vielleicht so den Überblick fürs gesamte Bild oder für die Dinge, die eigentlich wirklich wichtig sind. Und das meine ich damit. Ja. Ne? Und weil ich jetzt gerade gesagt habe, dass ihr euch da informieren sollt, wer hätte es gedacht, dazu gibt es auch einen Podcast. Nee. Zum Thema Wandaufbau. Ich glaube sogar mehrere, weil dazu könnt ihr nämlich einmal den zum Thema Dämmung hören. Ja. Oder Dämmstoffvergleich. Genau. Und Wandaufbau. Und zum Wandaufbau selber haben wir auch. Ja. Genau. Mann. Ja. Mann. So viele noch paar Wochen, was ich da alles verlinke. Noch ein paar Wochen, Jude, dann sind wir durch. Dann müssen wir nie mehr, ja. Nie mehr im Podcast. Genau, Nummer 7. Jetzt wird es praktisch. Mhm. Macht euch eine Liste, also zusätzlich zu den Plänen, die ihr dann habt. Ja. Im Idealfall habt ihr, wenn ihr mit den Baufirmen anfangt zu sprechen, schon wirklich eine erste rudimentäre Planung, entweder vom Architekten oder halt selber mal einen Grundriss so ein bisschen vorgezeichnet. Ne? Oder irgendwo was rausgesucht. Also Grundriss sollte so ein bisschen schon abgehakt sein, dass ihr zumindest eine Grundlage habt. Und macht euch dann eine Liste mit all den Punkten, die euch im Haus wichtig sind. Also Energiestandard, mit was für einer Heizung möchte ich überhaupt leben. Also ist es eher, also da geht es nicht darum, welche Wärmepumpe. Oder muss es eine Erdwärmepumpe sein? Ist vollkommen egal. Sondern es geht eher darum, wie wollt ihr wohnen? Also mit einer Fußbodenheizung, mit einer Lüftungsheizung, mit normalen Heizkörpern. Ne? Ja. Ich verurteile euch nicht. Soll es auch noch geben. genau, also mit den Punkten, die euch beim Haus wirklich wichtig sind und wie tief ihr das macht, wie weit ihr da reingeht, ist wirklich
euer Ding. Also ob ihr sagt, ja, also die bodengleiche Dusche, das ist mir noch wichtig und außerdem soll es so eine Regenfalldusche sein und die Fliesen möchte ich mit einem Karo-Muster. Keine Ahnung, ne? Könnte man ja schon mal, oder so in Holzoptik-Fliesen sind gerade total trend. Weißt du, welche Fliesen ich richtig schön finde? Jetzt also kommt's. Holzoptik würde mir jetzt persönlich nicht gefallen. Ehrlich. Mm. Ist das gerade im Trend? Ja, so ein bisschen. Also höre ich öfter das so, dass wir Holzoptik-Fliesen wollen. Ja. Ich hätte es lieber nicht gesagt, aber nee, ich finde es echt nicht so schön. Aber was mir ganz gut gefällt, was glaube ich fast gar nicht verbaut wird, ist in Küchen dieses schwarz-weiß Schachmuster. Das gefällt mir so gut. Echt? Aber okay. Ich glaube, das ist eher was für Altbau und man kann ja schlecht neu einen Altbau bauen. Ja, kann man ja schon machen. So also dieses Muster. So in dem Stil quasi. In dem Stil kann man das machen. Ich finde es so schön, aber ich sehe das kaum noch. Okay, muss ich mir mal Bilder dazu anschauen, damit ich mir das vorstellen kann, was du meinst. Ja. Aber auf jeden Fall seid ihr da frei, wie tief ihr das macht. Ne? Und ihr müsst halt wissen, je genauer ihr das macht, desto besser werden die Angebote. Weil das ist wieder die Liste, die ihr wieder allen Firmen geben könnt, mit denen ihr sprecht. Und dann kriegt ihr wieder Angebote, die genau da drauf passen. Und, kleiner Fun Fact, ihr bekommt auch das Feedback, wenn ihr merkt, das ist unsere Liste, das ist das Angebot, das eine hat mit dem anderen nicht sehr viel zu tun, dann kriegt ihr auch das Feedback, dass euch überhaupt nicht zugehört wurde. Was auch ein sehr wichtiges Feedback ist. Ja. Genau. Also das ist Punkt Nummer 7. Macht euch eine Liste mit den Punkten, die euch im Haus wichtig sind. Mhm. Punkt Nummer 8. Das ist auch immer geil. Pass auf. Verdoppelt den Puffer, den ihr euch eingeplant habt. Das ist so ähnlich wie das... Pass auf, ich muss nochmal sagen. Warte, ich muss nochmal sagen. Nummer 8. Egal welchen Puffer ihr euch eingeplant habt, verdoppelt den. Ja. Jetzt war es dramatisch. Ja. Und vor allem, weißt du, was ich an diesem Tipp immer das Beste finde? Weil im ersten Moment klingt das so sinnvoll wirklich, weil das, glaube ich, schon oft nicht gereicht hat, dieser Puffer, und es echt dann blöd rausläuft. Aber das ist halt auch irgendwie so, als hätte man zu Hause so einen Geldhahn als Bauherr. Wenn ihr euch den Puffer eingeplant habt, ach, nehmt einfach das Doppelte. Nehmt's Doppelte. Leute, was soll der Geiz? Machen wir uns nichts vor. Es wird doppelt so teuer. Nee, aber ist auch so, da kriege ich auch viele Kommentare immer bezüglich, ja, ich habe schon 100.000 Euro Puffer eingeplant, soll ich den jetzt echt verdoppeln? Ja. Ja, also wenn man natürlich erstmal ganz normal kalkuliert hat und sich nicht sicher war, was setze ich jetzt da überhaupt an? Aber das sollte jetzt kein echtes Jahr sein, oder? Wenn man jetzt schon 100.000 hat, dann muss man es nicht verdoppeln. Nee, eben, das ist ja der Punkt. Ja. Und je weiter ihr jetzt in diesem Prozess kommt und dann mal mit dem Erdbauunternehmen gesprochen habt, mal mit einer Kellerbaufirma gesprochen habt, mal mit dem Versorger gesprochen habt oder wenn ihr dann dieses Bauanlaufgespräch schon hattet, ne, dann werden die Kosten ja immer umso klarer. Das ist nur wirklich für den Anfang. Also wenn ihr ganz am Anfang steht, für euch ist ja diese Episode gerade, dann verdoppelt den Puffer. Ja, aber tatsächlich auch ist es ein bisschen später, manchmal finde ich auch noch so, dass es dann zwar nicht mehr verdoppelt werden muss oder so, aber auch später kommen wirklich noch Kosten, ganz oft glaube ich, auf Bauherren zu, mit denen keiner vorher richtig rechnet, weil das auch einem einfach keiner sagt, weil das die Baufirma vielleicht auch gar nicht so genau weiß manches, weil noch manche Sachen beim Amt irgendwie beantragt werden müssen oder keine Ahnung, ist da bei dem letzten Bauherrn, von dem ich das gehört habe, waren es dann, glaube ich, gleich 2.000 Euro oder so. Mhm. Und ich meine, jetzt im Verhältnis zum Haus sind 2.000 Euro vielleicht gar nicht so viel. Ja. Aber 2.000 Aber wenn man die nicht mehr hat, wenn man die nicht mehr hat, hat man die nicht mehr. Und das ist halt schon auch Geld. Ja. Deshalb, Und wenn davon was übrig bleibt in der Planung, ist die beste Situation, die es gibt. Ja. Na, deswegen, ich würde den Puffer lieber immer wirklich großzügiger machen. Also nehmt uns da nicht wörtlich mit dem Verdoppeln, aber das Verdoppeln ist bei den meisten, oder wie es die meisten Bauherren erstmal ansetzen, ist es wirklich nicht schlecht, wenn man verdoppelt. Na, das klingt erstmal sehr viel, aber Nummer 9. Das hast du jetzt fast ein bisschen traurig gesagt. Nummer 9. Achso, pass auf. Nee. Also, pass auf. Das ist auch so ein häufiges Ding. Und das ist auch eher so ein Hinweis nochmal. Ihr müsst nicht nach den Musterhäusern oder Grundrissen gehen, die ihr bei irgendwelchen Firmen seht. Weil? Dramatische Pause. Weil... Soll ich mal sagen, ihr immer... Erzähl mal, warum du glaubst, weil du weißt es, warum. Ich glaube, die Ausstattung da drin ist überhaupt nicht die ihr bekommt. Also null. Weil das ist ja das immer sowieso, genau, ich meine jetzt aber eher das Erscheinungsbild des Hauses und der Grundriss. Ach so. Ne? Weil, wenn ihr, sucht euch einfach eine Firma, die frei planen kann, das ist der Tipp hier, sucht euch eine Firma, die frei planen kann, dann ist es vollkommen egal. Ne? Mhm. Weil dann können die jedes Haus umsetzen, wie ihr es wollt. Design ist wirklich
Design ist übertragbar, immer. Ja. Ne? Und auch der Grundriss ist wirklich immer übertragbar. Ich höre es aber immer noch so oft, ja, ich habe mir die Firma habe ich mir angeschaut, weil die hatten halt schon das Haus so, wie ich es eigentlich bauen will. Ja. So kauft man ja auch die meisten Sachen. Ich gehe ja auch ja. zum Beispiel ins Möbelhaus und sage, wow, also auf dem Sofa saß ich jetzt richtig bequem, das nehme ich mit. Genau. Und so kauft man ja wirklich die meisten Sachen. Genau, beim Auto halt auch. Ne? Ja. Beim Auto ist ja auch so, mir gefällt halt das Design von der Marke am besten und das ja. macht ja dann auch kein anderer. Genau. Aber das ist beim Haus ist es einfach nicht so. Ja, und da ist es auch, also das war jetzt eben das, was ich gesagt hatte und nicht das, was du gemeint hast mit Fokus ja. und so, aber da habe ich auch schon gehört, dass das tatsächlich manchmal nicht mal geliefert werden kann von der Firma. Also wenn du, wenn jemand ins Musterhaus geht und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, da die Sauna sieht und da ist ja dann auch alles schon drin irgendwie in so einem Musterhaus. Das ist und so. Dann gefällt es einem, aber manches kann halt noch nicht mal geliefert werden, weil es irgendwelche Sonderanfertigungen genau. sind. Und also ich glaube, ja, auch Fenstergröße noch, oder sowas genau. manchmal. Ne, dass du so raumhohe Fenster oder sowas hast. Ja. Also das trifft bestimmt nicht auf alles im Musterhaus zu und, und vieles davon kann man bestimmt auch wirklich dann von der Firma kaufen, aber man kann sich da einfach nicht drauf verlassen, das ist eigentlich schon ja. krass. Also man kann nicht ins Musterhaus gehen und sagen, okay, ich hätte gern exakt dieses Haus. Selbst wenn man das so macht, ja. dann kann man das nicht unbedingt ja. bekommen. Es wird auch nicht funktionieren, also es wird auf der Baustelle auch echt Probleme geben. Ja. Weil die das genauso, wie es da steht, ein einziges Mal gebaut haben. Mhm. Und dann haben die da keine Ahnung von. Ja. Also es ist wirklich so und sucht euch, das ist nochmal der Tipp an der Stelle, sucht euch eine Firma, die wirklich frei planen kann. Ja. Weil die kann dann wirklich alles umsetzen, was ihr wollt. Mhm. Und jetzt noch... Letzte Sache noch dazu. Oh. Das ist vor allem, weil es ja halt... Okay, jetzt sage ich zum 100. Mal, das ist ja der Podcast so für die, die am Anfang stehen. Aber auch wenn man ins Musterhauspark geht, was... Oh Gott, schon ganz aufgeregt. Wenn man ins Musterhaus geht, dann ist das vor allem auf gar keinen Fall der Standard. Ja. Weil das hätte ich jetzt normalerweise Stimmt. ganz am Anfang auch gedacht. Wenn ich in ein Musterhaus Stimmt, gehe, dann ja. würde ich erstmal denken, okay, das ist so der Standard von dem Haus, das kriege ich für den Grundpreis und wenn ich dann noch was extra will, dann kostet das auch Preis. Nee, aber das ist meistens, ist es halt schon was, das ist so das Hochwertigste ist, was genau. schon viel mehr kostet, als im Standard drin wäre normalerweise. Ja. Okay. Nee, das war aber gut, weil du wirst auch, also du, das zieht sich ja dann durch alles durch. Genau. Na, also das ist ja das Erscheinungsbild des Hauses, aber auch die Innenausstattung und was aber doch wieder ganz gut ist, du siehst trotzdem an so einem Zustand vom Haus, siehst du trotzdem, wie gut macht das eigentlich die Baufirma, also wie ist wirklich die Qualität. Und das ist auch so ein Tipp, den habe ich von Tobi geklaut. Mhm. wenn es die Zeit bei euch erlaubt und eigentlich, ne, ob man jetzt ein bisschen weiter fährt oder nicht, schaut euch mal verschiedene Musterhausparks an. Also nicht nur den, der bei euch direkt vor der Haustür ist, sondern fahrt auch mal eine Stunde oder zwei weiter, ne? Also mal nach Frankfurt, nach München, nach Stuttgart, fahrt da einfach mal hin in diese Musterhausparks, dann seht ihr auch von derselben Firma unterschiedliche Häuser, die auch unterschiedlich alt sind. Mhm. Und dann seht ihr, wie diese Häuser altern. Und wenn das Muster, ja, wenn das Musterhaus schon altert, ja. wie altert dann erst das normale Haus? Genau, also Musterhauspark, ihr könnt es wirklich nutzen, dass es den gibt, ne? Indem ihr, also ich würde halt immer versuchen, zieht euch so viele Informationen raus wie möglich. Das Zeug ist halt erstmal dafür da, um euch zu blenden, müssen wir halt klar so sagen. Ja. Ne? Die zeigen erstmal, oh, guck mal, was wir hier schönes Funkelndes hinstellen. Ne? Aber eigentlich müsst ihr es halt nutzen, um die Infos zu kriegen, die ihr braucht. Ja. Nämlich, wer baut da eine gewisse hohe Qualität und so weiter. Ne? Da haben wir uns jetzt reingesteigert. Ja, absolut. Das war gut. Wow. Mir gefallen. Pass auf, Tipp Nummer 10, oh, der ist langweilig. Boah, es kommt noch Tipp Nummer 10. Ich dachte, wir wären schon krass. Wie crazy wow, heute, ne? Viele. Ich bin schon ganz aus der Puste. Ja, ich auch. Okay. Pass auf, Tipp Nummer 10, der ist langweilig, aber der ist gut. Das Grundstück variabel finanzieren. Oh. Findest du nicht weil, gut? Nee, weil du jetzt gesagt hast, es klingt langweilig. Ich wollte dich bestätigen. Ach so, okay. Nee, es ist ein langweiliger Finanzierungstipp. Und fragt da am liebsten auch euren Finanzberater natürlich nochmal. Aber ich finde es eigentlich eine gute Idee, das zu machen. Es hat halt Vor- und Nachteile. Also dieser variable Zinssatz ist ein bisschen höher und der könnte sich jeden Tag ändern. Ne? Aber ihr gewinnt dadurch einfach mehr Zeit. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig, was du mit dem Tipp gemeint hast. Also ein variables Grundstück, was hast du gesagt? Nee, also pass auf. Wenn ihr jetzt das Grundstück kaufen müsst, dann müsst ihr das ja schon bezahlen. Mhm. Und wahrscheinlich müsst ihr das ja im Idealfall schon kaufen, bevor ihr mit der Baufirma Nägel mit Köpfen macht. Oder zumindest bevor die Gesamtfinanzierung dann gemacht werden kann. Weil ihr euch noch nicht für eine Baufirma zum Beispiel entschieden habt und noch nicht wisst, wie teuer wird eigentlich das Haus insgesamt.
Ja. Ne? Ihr müsst aber trotzdem das Grundstück einfach zu einem früheren Zeitpunkt schon kaufen. Mhm. Dann habt ihr ja immer die Möglichkeit, okay, wir machen das, wir verwursteln das irgendwie so, dass es halt die Gesamtfinanzierung, also dass die Gesamtfinanzierung direkt Haus und Grundstück beinhaltet. Ne? Dann, da setzt man sich aber unter Druck. Mhm. Weil ihr müsst euch ja dann quasi, bis das Grundstück gekauft werden muss oder bezahlt werden muss, muss ja alles andere vom Haus am besten auch schon stehen. Mit Bodengutachten gemacht, mit Erdarbeiten, Infos eingeholt, mit am besten schon Vorbemusterung und sowas gemacht, damit ihr einfach wisst, okay, kommt jetzt diese Summe, die Finanzierungssumme überhaupt hin oder nicht. Ne? Das heißt, der Trick, den man hier machen kann, ist, man macht quasi eine einzelne Finanzierung nur für das Grundstück. Dann kann man das schon vorab finanzieren und das ganze Thema mit der Bank noch, beziehungsweise mit den Baufirmen und Erdarbeiten und so weiter, kann man noch klären, bis man dann halt wirklich den gesamten Finanzrahmen hat. Mhm. Und jetzt ist aber so, dass man dieses Grundstück, wenn man das schon extra finanziert, dann muss man das variabel finanzieren. Sprich, mit keinem festen Zinssatz. Also variabel als Gegensatz zu 10 Jahre Zinsbindung. Mhm. Weil, wenn man jetzt eine Zinsbindung macht, dann ist da wieder eine Bank für 10 Jahre praktisch drin und ihr bekommt dann für die Gesamtfinanzierung, müsst ihr dann auch mit dieser Bank gehen, was dann keine so gute Sache ist, weil dann kriegt ihr keinen guten Zinssatz mehr oder könnt nicht mehr vergleichen. Ne? Deswegen variabel finanzieren, weil das könntet ihr jeden Tag ablösen. Und das ist auch genau das, was passiert. Also ihr finanziert es praktisch nur zwischen mit so einem variablen Zins und wenn ihr dann die Gesamtkosten für euer Projekt habt, dann übernehmt ihr die Gesamtfinanzierung, löst den variablen Kredit für das Grundstück ab mit der Gesamtfinanzierung. Mhm. War das jetzt besser? Ja, es war besser. Man hat gemerkt, dass du aus der Bankenbranche... Findest du? ...ein bisschen kommst, ja. Weil du das hier ich hab aber gar keine Fachwörter benutzt. Ich hätte ich werf mal noch eins ein. Aber Annuität. Oh. Nein, dann versteht's hier wieder. Dann versteht's wieder. Ja, nee, also das ist auf jeden Fall ein Tipp, der euch... Und warum ist das jetzt wichtig? Weil es einfach wirklich viel Zeit bringt. Also ihr habt einfach mehr Zeitpuffer dann. Ach so. Weil ich habe ganz, ganz viele Bauherren, die sagen, ja, aber ich muss ja jetzt, in 2 Monaten muss ich schon das Grundstück, muss ich zum Notar und dann muss ich es ja gleich zahlen und da muss die Gesamtfinanzierung stehen. Deswegen muss ich mich jetzt für einen Anbieter entscheiden, da habe ich jetzt keine Zeit mehr, noch gut zu vergleichen und Prüfung machen und verhandeln und keine Ahnung. Und das ist halt Mist. Ja, das ist immer Mist, weil da müsst ihr ja ganz genau hinschauen. Eigentlich. Das ist immer Mist. Das ist das Entscheidende. Genau. Und okay. Wenn ihr alleine dadurch, dass ihr euch da ein bisschen mehr Zeit gekauft habt durch die variable Finanzierung und dadurch weniger Druck habt, könnt ihr gut vergleichen, spart allein da vielleicht schon 10.000 Euro, weil ihr einfach ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis findet. Oder ihr nutzt die Zeit, um Vertragskonditionen zu verhandeln oder den Preis nochmal zu verhandeln. Also unterm Strich lohnt sich das eigentlich immer, ja, wenn man einfach keinen Druck hat. Mhm. Das waren 10 Stück. Wow. Pam. Ja. Oder? Das waren super viele diesmal. Ja. Lasst uns mal wissen, welcher ist euer Liebling? Ja. Ne? Lasst uns mal wissen. Welcher ist deiner? Also der hilfreichste ist ehrlich gesagt das mit dem Architekten, dass man zuerst mit dem Architekten plant und dann zur Baufirma geht. Mhm. Und also das ist irgendwie der hilfreichste. Der wichtigste ist, glaube ich, aber den Bebauungsplan lesen können, ist schon ein Vorteil. Ja, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wir haben ja jetzt gar nicht mal die drei, ich finde tatsächlich, dass das die drei wichtigsten eigentlich, obwohl, naja, also auf jeden Fall auch drei sehr wichtige. Also die wir zusammengeschnitten hatten, genau. Genau, die habe ich gedacht, dass wir die nochmal mit reinschneiden, aber jetzt müsste ich es tatsächlich dann leider im anderen Podcast. Du kannst aber mal kurz den gelben Zettel da holen. Den gelben Zettel? Da steht es nämlich drauf. Steht's da? Ja. Wir improvisieren für euch. Ja, wir improvisieren. Da hast du es nämlich aufgeschrieben. Ich habe es euch nur einmal, stimmt, weil ich wollte es dir ja einfach machen und dass du... Ja, das hast du sehr gut gemacht. Und deswegen... Ich weiß, posten oder so. Ja. Also, dann fasse ich es mir kurz zusammen. Der erste Tipp war... Schlüsselfertig bauen. Das ist auf jeden Fall... Oh, das ist auch noch ein guter Tipp. Ein wichtiger, ja. Auch, dass man das gleich zu Beginn weiß. Ja, weil ihr habt einfach weniger Managementaufwand dann. Wenn eine Baufirma bis zum Schluss das macht mit euch, weil sich sonst auch besser. Ganz oft... Sonst muss ja auch die Kommunikation extrem gut zwischen den ganzen verschiedenen Punkten... Gewerken sein, ja. Gewerken laufen, genau. Und so...
läuft das automatisch, weil wenn ihr Schlüssel fertig baut, dann haben die schon ganz oft untereinander kommuniziert. Genau, richtig. Genau. Dann der zweite Tipp war, nicht einen Billiganbieter bauen. Mhm. Das erklärt sich, finde ich, irgendwie ein bisschen von selbst. Das ist wie bei anderen Dingen, wenn man kauft. Dass man ein bisschen die goldene Mitte sucht. Ja, und sonst zahlt man halt zweimal. Ne? Genau. Das ist einfach so. Ja. Und als drittes noch, dass ein Bausachverständiger immer Sinn macht. Also, dass es Sinn macht, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, vor allem, wenn man, also die meisten bauen ja zum ersten Mal. Mhm. Und gerade dann macht es Sinn, wenn man sich noch nicht so gut damit auskennt. Ja. Genau. Und im Detail und ausführlich wird es dann nochmal gesagt in dem anderen Podcast. Genau. Und wann war der nochmal? Freitag vor 4 Wochen oder vor 3 Wochen? Oh Gott, da müssten wir aber jetzt Datum sagen, weil wer weiß, wann dieser Podcast jetzt angehört wird. Oh Gott, das ist ein bisschen ein Glück. Schaut einfach zurück, es heißt, ich muss, glaube ich, nochmal umbenennen. Ich verlinke das einfach am Ende vom Video. Wir verlinken es. Wenn ihr es auf Spotify angehört habt, dann ist es einfach so der vorletzte oder so. Ja, nee. Oh Gott. Oh Gott, Judith, wir kriegen es nie mehr raus, wann das war. Was ist jetzt eigentlich dein... Nee, das lassen wir alles drin. Was ist denn jetzt eigentlich dein Lieblingstipp von den 10? Eigentlich tatsächlich, dass die Auswahl der Baufirma am meisten ausmacht. Weil ich glaube, da kommen zwar die meisten schon auch von alleine drauf, aber zum Beispiel, dass man sich wirklich am besten schon mindestens 5 Angebote einholt eigentlich und die vergleicht. Oder das heißt mindestens, ist dann vielleicht auch schon gut. Aber ich weiß nicht, ob sich jeder diesen Aufwand macht und nur damit jeder auf jeden Fall sicher gehen kann. Das ist wahr. Ja. Gut. Gut, dann haben wir's. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Kommt ins Bauherrenforum. Ja. Und wir hören uns nächste Woche. Ja. Bis dann. Warte noch ganz kurz. Kannst du bitte einmal in die Kamera lächeln, damit ich das als Podcast nehmen kann? Nein! Aber lach da einfach.